Zum heutigen Thema Frauen und Amateurfunk. Die Abkürzung YL bedeutet im Amateurfunk Young Lady. Das ist eine Bezeichnung, die natürlich sehr positiv ist und gleich für alle Altersgruppen gilt. Gleiches gilt auch für die Männer. Ein Funkamateur heißt Old Man, der OM. Die Anzahl der Männer im Amateurfunk, die eben als Old Man bezeichnet werden, liegt bei über 90% der Gesamtamateurfunker inklusive der Amateurfunkerinnen. Der Amateurfunk, also unser gemeinsames Hobby, ist also ein eher männertypisches Hobby. Nichtsdestotrotz, die verbleibenden 10% der YLs gilt das Thema unserer heutigen Sendung. Wir haben dazu eingeladen, heute ins Studio die Christiane Rüting, Amateurfunk-Rufzeichen Delta Lima 4 Charlie Romeo, DL4ZR. Sie ist als Referatsleiterin für die Koordination der YL-Aktivitäten im Deutschen Amateurradioclub verantwortlich. Herzlich willkommen, Christiane. Guten Abend. Und wir begrüßen Bärbel Linge, Delta Lima 7 Alpha Foxtrot Sierra in Kurzform DL7 AFS, auch Babs genannt. Sie ist im VfDB als Vorsitzende des Bezirks Hessen verantwortlich und hat mit ihrem Mann Lothar als Frau bereits viele Länder bereist und von dort Funkbetrieb gemacht. Sie ist also eine echte DX-Petitionärin. Herzlich willkommen, Babs Linge. Hallo. Ja, ihr beiden, Frauen im Amateurfunk. Wir haben in der kleinen Einleitung ja eben gehört, das ist nicht so die große Zahl an Funkamateuren, Funkamateurinnen, die bei ca. 76.000 Funkamateuren, die lizenziert sind in Deutschland, derzeit die Menge ausmachen. Aber fangen wir mal einfach an, wie es mit allen Dingen beginnt im Amateurfunk, nämlich mit der Lizenz. Wie seid ihr zum Amateurfunk gekommen? Christiane. Ja gut, also ich bin zum Amateurfunk gekommen, wahrscheinlich wie die meisten, über meinen OM, also über meinen Lebenspartner. Der war oder der ist Funkamateur und seit 96 lizenziert. Und wie ich ihn damals 2007 kennengelernt habe, wusste ich überhaupt gar nicht, dass es Amateurfunk gibt. Ich kannte CB-Funk, ich kannte BOS-Funk, also von Polizei und Berufsfeuerwehr, die das beruflich machen. Aber dass es einen Amateurfunk gibt, das war für mich gänzlich unbekannt. Und wie es dann hieß, Lizenz, obwohl mich das immer interessiert hatte, ich fand das also hochinteressant, war das Thema erstmal für mich gestorben. Und dann bin ich halt mit ihm so ein bisschen rumgetingelt zu den verschiedenen Messen und Herstellern von Antennen und fand es dann ganz klasse, was es da für Antennen gibt. Dann habe ich nur gesagt, das kommt bei uns aufs Dach. Ja, also, ja, ich fand das total klasse. Das ist ja genau das Gegenteil, was meine Frau sagt. Ja, sagt, um Gottes Willen, die vielen Antennen auf dem Dach. Also ganz besonders hat es mich die Helix-Antennen angetan. Ja. Da habe ich gesagt, wie ja. Alien-Schießen, ja? Wenn es dann auch noch so dreht auf dem Dach. Und ja, und dann waren wir auf der Ham Radio und dann, ich war damals noch tätig ehrenamtlich im Hessischen Fußballverband, auch als Frauen- und Mädchenreferentin und ja, und dann lernte ich dort das kennen, dass es dort auch ein YL-Referat gibt und war ganz gespannt oder überrascht darüber und habe mich damals mit der Annette Köhnen, der 6SAK, unterhalten und die hat zu mir gesagt, Mädchen, Lizenz machen ist überhaupt nicht schlimm. Du kannst doch logisch denken, wie alle Frauen. Es wird uns zwar immer abgesagt, aber wir wissen, dass wir logisch denken können. Und ihr seid multitaskingfähig. Genau. Und also gesagt, diese ganze Prüfungsfragen, das ist alles logisch aufgebaut. Mit ein bisschen Verstand, da kommt man damit gut klar. Und das war eigentlich der Startschuss für mich, die Ham Radio 2008. Da habe ich mir schon die Bücher gekauft und alles, das Regelwerk. Und dann ging es mit dem Lernen los. Dann und du hast los. Wann die Lizenz gemacht? Im April 2009 die DO-Lizenz, also die kleinere Lizenz, ja. Und aufgestockt habe ich genau 5 Monate später, am 22. September, zur A. Sehr gut. Dazu nochmal herzlichen Glückwunsch. Jo, danke. Babs, ich darf Babs sagen, natürlich. So kennen dich alle. Ja. Wie bist du zum Amateurfunk gekommen? Genau das Gleiche, also durch meinen Ehepartner, der schon lange Lizenz hatte und damals in den 70er Jahren war es ja so, es gab ja kein Handy und so. Und dann war schon mal die Frage, soll ich was mitbringen vom Einkaufen und so weiter. Und dann durfte man nie antworten. Und dann war das also Zeit, die Lizenz zu machen. Ich habe sie 1978 gemacht, die C-Lizenz, und habe dann aufgestockt 1980. Habe also mein CW schön brav früh morgens in der U-Bahn gelernt. Auf dem Weg zur Arbeit immer diese Reklame, die es denn da gab, die habe ich dann hier so mit Morsezeichen auf meinem Oberschenkel geübt. Und so kam es dann die Prüfung 1980, damals noch in Berlin. Und
Da ich vorher das Delta Delta 6 Fox Sierra hatte, hat man mir eine große Liste hingepackt mit Rufzeichen nach der Frage, welche nimmst du denn jetzt? Naja, und dann war das klar, das Alpha Fox Sierra, und hat sich als Amateurfunksender also ganz gut zum Übersetzen. Gut zu merken. Ganz gut zu merken, ja. Ja, nun habt ihr beide eure Lizenz. Du schon wesentlich länger, du noch nicht ganz so lang. Aber was empfindet ihr so oder wie geht es euch auf den Amateurfunkfrequenz, auf den verschiedenen, wenn ihr euch als Frau meldet? Christiane. Ja, also man setzt sich halt ganz gut durch, also gerade so in Pile-Ups, also wenn sehr viel Funkbetrieb ist, eine Station sehr begehrt ist und die ganzen Männer rufen oder halt viele Funkamateure und wir mit unserer Modulation, mit unserer höheren Stimme kommen besser durch. Könnt ihr euch gut durchsetzen. Haben wir da dann, also schon mal einen kleinen Vorteil. Und dann dadurch, dass Frauen ja auch ein bisschen seltener sind, sind wir auch ziemlich begehrt. Und so ging es mir mal, wie ich auch in so einem Pile-Up hatte. Also in Gegenstation, jemand anderes hatte dieses Pile-Up, das war so ein Scheich in Kuwait. Und alle haben sie gerufen und dann habe auch ich mich dann gerufen. Und dann hat er wohl das mitgekriegt, da ist eine YL, und hatte gezielt nach mir gefragt. Aber dann haben noch etliche Männer dann dazwischen gequakt und haben da nicht Ruhe gegeben, obwohl klar war, er wollte mit mir jetzt das Gespräch spüren. Und dann hat dieser Scheich wirklich mit einer totalen, respektvollen Stimme gesagt, Gentlemen, please be quiet. First the young lady, please. Totenstille auf diesem ganzen Band. Wir hätten Stecknadel fallen lassen können. Und dann konnte ich mir in Ruhe mein QSO mit dem machen. Und danach ging es dann wieder los. Dann alle haben sie durcheinander geschrien. Ja, und genau. Also das ist schon schön. Also als Frau hat man da wirklich einen klaren Vorteil. Ja. Das ist natürlich eine tolle Geschichte. Wir hätten da noch stundenlang gebrüllt. Ne? Ja, genau. Ja. Bärbel, bei dir? Das ist genau das Gleiche. Damals auch in den 70er, 80er Jahren auf der Kurzwelle auf 80 Metern. Da hatte man als Frau, wenn man nach CQ gerufen hatte, gleich eine richtige Runde zusammen. Dann hatte man die rote Mütze und dann waren es dann wirklich 5, 6 Stationen. Und ja, und das war einfach nur gut. Und jetzt auch. Mal als Frauenstimme ist sehr selten auf dem Band und man hat da sehr große Vorteile. Auch jetzt gerade beim DX sagt mein OM auch immer zu mir, geh du mal aufs Band und weck mal das Band auf. Also als Frau, wenn OMs übers Band drehen, bei einer Frauenstimme bleiben sie eher hängen als bei Männern und man pickt sich irgendwo die Frauen raus. Die kriegen ja gleich spitze Ohren, sagen, ups, eine YL will ich arbeiten, weil eben, wie wir ja gehört haben, der Anteil der YLs nicht so hoch ist, natürlich mit den 10% angemessen insgesamt an den Funkamateuren. Ja, es sind ja nur 10% und davon sind ja, sag ich mal, nur 2% wirklich aktiv. Hm. Es machen zwar viele die Prüfung, aber es ist irgendwie auch eine gewisse Hemmschwelle zu überwinden, da das Mikrofon zu nehmen und mit jemandem zu sprechen, den man gar nicht kennt. Diese Hemmschwelle hast du ja nun nicht. Wir haben ja bei der Vorstellung gehört, eine echte DX-Petitionärin, ein wahnsinnig schweres Wort, eine DX-Petition. Da bist du ja bekannt für mit deinem Mann Lothar, mit deinem OM Lothar. Was ist eine DX-Petition in kurzen Worten, Babs? Gut, nochmal zurück von wegen der Hemmschwelle wollte ich noch was dazu sagen. Die hat jeder zu überwinden. Ich auch, bin eigentlich ein ganz schüchterner Typ, also von Natur aus. Gut, die Expedition, fangen wir mal vom Namen an. DX ist also Long Distance oder auch weite Verbindung. Das heißt, Funkamateure, die und DX arbeiten müssen, wollen fahren raus in die Welt. Mhm. Weil es gibt ein Diplom, das nennt sich DXCC. Wird von der amerikanischen Amateurfunkbehörde, der AALL, herausgegeben. Da sind zurzeit 340 Länder oder Gebiete weltweit, die zurzeit gezählt werden. Und jeder Funkamateur möchte diese arbeiten. Mhm. Da nicht in allen Gebieten oder auf allen Inseln Amateurfunker gibt oder viele, die wollen auch keinen Pile-Up arbeiten, jedes Mal oder jeden Tag zu jeder Stunde. Das ist sehr nervig, ja. Das ist sehr nervig und die wollen ja auch mal ganz normale QSOs fahren. Deshalb fahren die Expeditionäre dorthin und aktivieren diese Gebiete. Um dann eben dieses Gebiet, was zu diesen 340 Ländern gehört, dann arbeiten zu können, um somit die Punkte auch wieder zu kriegen. Arbeiten zu können und dann diese Bestätigungskarte zu bekommen, die QSL-Karte, um zu sagen, hier, wir haben diese Verbindung damit gemacht und können unser Diplom wieder etwas aufstocken. Das ist natürlich schön.
Die Expedition, das wird nochmal ein Thema werden einer eigenen Sendung. Mhm. Deswegen gehen wir jetzt nur mal, damit wir das mal gehört haben, drauf ein. Aber trotzdem, wie ist es denn bei einer De-Expedition? Man sieht es ja in der CQDL, in anderen Zeitschriften, wenn mal Berichte über De-Expeditionen sind, massenhaft Männergruppen. Ohne Ende Männergruppen. YLs sieht man nicht so häufig. Wie ergeht es dir denn bei einer De-Expedition als YL? Gut. Ja, das kann ist ich ganz einfach nur sagen, weil ich fahre mit meinem OM auf der Expedition. Wir sind also nur ein Zweierteam im Gegensatz zu den etwas größeren oder die Tonnen an Gewicht mit haben. Wir sind zu zweit. Wir müssen mit unseren, sage ich mal, 20 Kilo pro Person auskommen. Jeder hat 15 Kilo noch als Rucksack bei sich und das muss für zwei Stationen, zwei Endstufen und so weiter reichen. Und dann mieten wir auch meistens Häuser, um auch SSB machen zu können. Denn diese großen Stationen, die können ja Riesenhotels oder Etagen mieten. Wir könnten höchstens ein Zimmer machen und dann kannst du kein SSB machen, damit störst du die Nachbarn. Ja. Also wird ein Haus gemietet, Auto dazu und somit hat man auch gleichzeitig Kontakt mit den, ich sag mal jetzt Einheimischen, ist jetzt ganz egal, ob Pazifik oder Afrika oder wo auch immer das ist. Alleine dieser Kontakt, zu sehen, wie die Menschen dort leben, wie die ihr tägliches Leben gestalten, wie die einkaufen, wo die einkaufen, alles das ist auch interessant. Das stelle ich mir auch sehr, sehr, sehr interessant vor. Und damit unsere Zuschauer auch sehen, wie so etwas im praktischen Betrieb ausgeht, hat Babs uns einen kleinen Beitrag mitgebracht, den wir jetzt einspielen werden. So, da ist Babs im Betrieb und ich darf dich bitten, mit ein paar Worten diesen Beitrag zu kommentieren. Gut, das ist also jetzt hier unser letzter auf Montserrat. Das ist eine Karibikinsel und ich arbeite da gerade ein Pile-up ab. Meistens wird Split gearbeitet, das heißt, ich höre auf einer Frequenz und sende auf einer anderen. Das ist unsere Triple-Leg-Antenne, davon haben wir meistens zwei mit und auch ich muss hier die Bänder umschalten. Hier öffne ich gerade das 15-Meter-Band und dann wird diese Antenne wieder aufgestellt und das geht eigentlich ganz gut. Hier sind wir auf dem Anflug nach Temuto. Temuto ist eine Provinz auf den Salomon und es ist eigentlich nur eine Graspiste. Und so kommt man da an. Hier Temuto ist gerade Girls' Day. Und die drei Töchter hier von den Inselnoblen von Temuto, die besuchen uns dort und wollen eigentlich nur mal wissen, wie Amateurfunk geht. Und hier ist Einkaufen angesagt. Oh, das sieht aber reich gedeckt aus. Ja, es gab gerade wieder mal Brot, das ist nicht immer die Sache. Dann gab es auch wieder mal Eier. Also man muss schon sehr in die einzelnen Läden gehen, um sein zusammenzubekommen. Und hier ist es jetzt ganz locker, das ist auf Antigua. Da waren wir jetzt schon dreimal und die zweite war, da haben wir gesagt, wir machen jetzt Holiday-Style. Aber auch hier sieht man Split-Frequenz, das heißt, auf einer sende ich und auf der anderen höre ich und da drehe ich jetzt gerade weiter. Ja, sehr, sehr interessant. Herzlichen Dank für diesen Beitrag, den dein Mann, dein OM Lothar, denke ich, vorbereitet hat. Ja, ja. Lothar, herzlichen Dank. Ja, wechseln wir das Thema, die Expedition, ein weites gefächertes Thema, haben wir ja gesagt, werden wir nochmal einen eigenen Beitrag drüber machen. Aber weil das ja genannt worden ist, war es mal ganz wichtig zu hören, was ist es eigentlich? Und durch diesen Beitrag hat man mal ein bisschen was gesehen. Ja, im Amateurfunk geht es um Technik. Ja, es gibt ja diese Vorurteile, Frauen und Technik, zwei Welten prallen aufeinander, ist eigentlich eine Unverschämtheit. Aber es wird immer gerne genannt. Nur ist es natürlich so, dass bei der Amateurfunkprüfung auch ein großer Part Technik der Fall ist, weil wir haben ja eine der großen Errungenschaften bei dem staatlichen Funkdienst Amateurfunk. Wir haben das Selbstbaurecht, daher ist die Technik auch stark gefordert. Nun ist es so, dass im Bereich Selbstbau, im Bereich etwas auszuprobieren, es viele Beiträge gibt, sei es in den verschiedensten Fachzeitschriften oder durch bei OV-Treffen wird vieles vermittelt. Aber man liest dann immer in Beiträgen, ja, da steht nur M drunter, im nächsten Beitrag steht nur M drunter, wir haben das große Thema jetzt der SDRs mit Raspberry Pi oder wir haben irgendwelche Konverter, die gebaut werden, gerade jetzt aktuell wieder in der Zeitschrift, immer Männer drunter, keine YLs. Was meint ihr, woran könnte das liegen, Christiane? Ja, woran könnte das liegen? Also zum einen
wenn man jetzt prozentual sieht, wie viele Männer es gibt, die funken, und wie viele Frauen. Also wenn ich das mal in Zahlen sage, jetzt haben wir 70, fast 80.000 Männer, und wir haben dann vielleicht, also in Deutschland ist noch gut mit den 10%, in anderen Ländern sind es viel weniger, lassen wir es da mal wirklich mal 6.000 Frauen sein, die funken, ja, und wenn ich dann überlege, dass in der CQDL vielleicht die, die dann immer die Beiträge schreiben, die Fachbeiträge, das sind vielleicht 50 oder 100 Männer. Ja. Wenn ich das dann prozentual runterbrechen würde, dann Relation 80.000 Männer zu 100.000, die schreiben, und dann 6.000 Frauen, ich glaube, dann ist es nur noch ein Fußzeh übrig einer Frau, der dann sozusagen prozentual schreiben würde. Ja? Also von daher gesehen ist das ganz logisch, dass da nicht so viele Beiträge sind. Es sind natürlich auch schon Beiträge von Frauen auch gewesen, die aber dann eher so den Funkbetrieb betreffen, denke ich mal. Es ist auch so, dass meistens, das hat auch die Babs gesagt, wie wir uns mal so unterhalten haben, die meisten Männer, die da drunter stehen, machen das auch beruflich. Ja, also das sind dann Diplom-Ingenieure und Studierte. Man liest es ja in einem kleinen Kästchen oft, ich würde jetzt mal die CQDL nehmen, genau. Da ist ja immer der Autor nochmal abgebildet und auch sein Werdegang dargestellt, sein beruflicher, und dann sieht man das natürlich sehr häufig, dass da jemand mit Informatik oder mit technischen Berufen, Ingenieurwesen etc. zu tun hat. Babs, aus deiner Sicht? Ich finde auch, dass Frauen schon eigentlich sehr viel zu tun haben mit Kindererziehung, Haushalt, Beruf. Und die wollen so ein kleines bisschen dann auch Amateurfunk machen. Amateurfunk heißt, Mikrofon in die Hand nehmen und ein QSO führen. Ich glaube, da ist ganz wenig Zeit jetzt auch, um technische Artikel zu schreiben. Und wie Christiane schon sagte, dass auch viele die Grundvoraussetzung dann, also diese technischen Berufe, Dippel Inc. und so weiter, da nicht vorhanden ist. Man sollte auch vielleicht das nicht nur einfach nur auf Technik auslegen. Amateurfunk ist ja nicht nur Technik. Nein, Amateurfunk nicht. Ist auch Kommunikation. Ja. Und welches Lebewesen kommuniziert wohl am liebsten? Die Frau. Nee, das ist eigentlich ein eindeutiges Frauenhobby, wird nur von den Männern dominiert. Das gilt es umzustellen. Das ist ja mal eine ganz interessante Variante. Ich denke, unsere Zuschauer werden diese Variante auch jetzt im Moment sehr verinnerlicht haben. Ja. Aber nichtsdestotrotz ist es nun mal Bestandteil, die Technik. Wie gesagt, ich ziehe mich da nochmal auf das Selbstbaurecht zurück. Und ich kann eigentlich nur sagen, der Betrieb und wie ihr das macht und was wir bisher gehört haben, ist natürlich eine sehr wichtige Geschichte auch. Nämlich, was nutzt die Technik, wenn keine Kommunikation betrieben wird? Das ist ganz klar. Und ich möchte euch auch gar nicht in diese Kiste reinschieben. Frauen machen nur Haushalt. Jetzt das Thema Managerin einer großen Firma. Da gibt es ja so nette Beispiele für. Unterm Strich ist es natürlich so. Aber dass der Funkbetrieb und dadurch resultierend ihr natürlich auch unheimlich bekannt seid, das ist schon eine ganz tolle Sache. Und eben nicht nur Technik. Das habt ihr eindeutig dadurch auch bewiesen. Aber nichtsdestotrotz, wenn man sich mit Technik befasst, man kann ja auch junge Leute heranführen an den Amateurfunk, auch unter dem Thema Technik. Also nicht nur den Betrieb, nicht nur die rechtlichen Grundlagen, immer das trockene Thema, die Rechtsgrundlagen, die eigentlich keiner so richtig will, aber notwendig sind, damit wir ja auch keine Störungen verursachen, richtig arbeiten. Aber meinst du, es macht auch Sinn, dass man die eigene Tochter da zum Beispiel mit mal interessieren könnte, sagen, Mensch, mach doch mal was mit Technik, löte mal was zusammen. Babs? Ja, auf jeden Fall. Meine Tochter in dem Augenblick hat also gesagt, dafür hatte sie also gar kein Interesse. Aber nichtsdestotrotz, im OV und so weiter finden wir also schon Jugendliche, die da Interesse haben und da auch mitmachen. Mhm. Ja, meine Tochter hat die Lizenz. Die hatte jetzt, ja, die ist Hessens jüngste Funkamateurin. Der noch. Apfel fällt nicht weit vom Birnbaum. Ja, genau so ungefähr. Aber das war ihre eigene Idee. Also ja. Ich habe jetzt nicht gesagt, ich bin Funkamateur, du musst das jetzt auch machen. Sie kam dann irgendwann, sie hatte ab und zu das Ausbildungsrufzeichen von meinem Partner benutzt und fand es dann ganz toll. Und irgendwann hat sie gesagt, sie will ihr eigenes Rufzeichen haben. Ich kann auch nur sagen, für die Kinder ist es also, gerade für Mädchen ist es auch sehr gut, so eine Amateurfunklizenz zu haben. Es wird ja auch gefördert. Es gibt diesen Girls Day, alles Frauenbüros in den Städten, die gezielt Frauen oder Mädchen an Technik heranführen, um mit diesem Rollenklischee aufzuräumen. Ja, es ist auch sehr interessant. Ich baue selber auch ganz gern so das eine oder andere. Ich finde das ganz spannend, wenn das dann funktioniert. Ja.
Das finden übrigens wir Männer auch sehr spannend, ja, wenn ja, was zusammen bei uns funktioniert. Wenn es dann funktioniert, ja, ist es dann dieser Moment so, wow, jetzt kommt der, ja, Strom dran, ja, geht's jetzt oder geht's nicht oder machst du Batsch? Ja? Und solange der Rauchmelder nicht über dem Scheck anspringt, ist ja alles in Ordnung. Ja, genau. Und also auf jeden Fall, es ist sehr interessant, das ist auch für... Ja, aber es ist halt auch, wie man es dann vorlebt und wie man die Mädchen heranführt. Wir haben nur festgestellt jetzt, also jetzt vom VL-Referat beschäftigt man sich ja da auch da so ein bisschen damit, ne? Und dass es eine sehr gute Zielgruppe ist, gerade Mädchen und Frauen anzusprechen für Ausbildung und so weiter. Also ich habe jetzt von einem Ortsverband in Tango 02, kann man ja sagen, die haben mir jetzt die Rückmeldung gemacht, von 9 im E-Lizenzkurs sind 5 Frauen. Schön. Und von der A-Klasse, von ihrem Lizenzkurs, liegt der Frauenanteil bei 20%. Mhm. Man muss vielleicht auch mehr auf die Frauen zugehen und es ihnen anbieten. Und gerade auch so über Frauenbüros oder Feuerwehr oder sowas da präsent zu sein. Da werden die Frauen ja auch immer mehr mittlerweile. Genau, mhm. Und ich denke mal, wir kommen jetzt auch mal so langsam. Wir kommen langsam, aber gewaltig. Ja, ja, das ist auch gerade das Thema. Du hast es schon angesprochen, um die Frauen eben für das Hobby zu begeistern. Was macht ihr da für Aktionen im YL-Referat? Ja gut, also zum einen, es gibt ja die Diplome, wo dann alle OMs oder alle Funkamateure Frauen dann sammeln. Von dementsprechend versuchen wir halt auf Conteste hinzuweisen oder auf besondere Funkaktivitäten. Also ich gebe jeden Monat einen Newsletter heraus, mhm, in dem ich darauf hinweise, was ist. Oder wenn jetzt Bärbel mal wieder auf einer D-Expedition ist, wird das dann auch verbreitet. Bärbel ist wieder da und da, versucht so mal zu arbeiten. Dann hatten wir 2011 das Diplom zur Frauenfußball-Weltmeisterschaft. Das war eine sehr gute Funkaktivität. Momentan sind wir dabei, Kontakt, also habe ich jetzt schon zu Frankreich und Österreich, mhm, aufgebaut, zu dortigen VLs, zu den Skandinaviern besteht ja sowieso. Und da ist sowas geplant, das wollen wir jetzt auf der Helm Radio besprechen, mal so eine europäische Aktivität. Das ist das Stichwort, Helm Radio, nächste Aktivitäten von euch. Auf der Helm Radio? Jetzt dieses Jahr, Helm Radio, ist Thema ja sowieso die Expedition. Mhm. Das ist auch das. Da ist eine QSL-Kartenausstellung von der BAPS. Mhm. Sie wird dann ist auch jedes Mal auf der Helm Radio ein internationales YL-Treffen. Da werden mehrere Frauen Berichte geben von ihren YL. Aus ihren Distrikten zum Beispiel. Ja, ja, und auch von der Expedition, ja, von verschiedenen. Mhm. Da werden welche berichten, wie das abgegangen ist, wie das funktioniert hat. Und also da wird einiges geboten. Also es passiert richtig was, genau, es bewegt sich was. Ja, das dann Referat werden auch in den Distrikten werden halt auch, ja, von den einzelnen Distriktsreferentinnen, mhm, YL-Treffen angeboten oder jetzt in Distrikt November und Oscar, die tun zusammenarbeiten, die machen jetzt eine Contest-Aktivität, so ein Contest-Workshop in Tango, also in Schwaben, mhm, ist jetzt ein YL-Field Day am 1. Juni. Nur extra für YLs. Also da gibt es schon immer, also wenn irgendwas. Wenn man das alles hört und hört, das sind nur 10% Anteil an den Funkamateuren, dann ist das eine ganze Menge an Aktivität. Das heißt also, man muss sich nur mal informieren, auf die Referatseite klicken, zum, genau, Beispiel auf der Seite vom Deutschen Amateur Radio Club e.V., Referat YL oder YL-Referat, und da gibt es dann entsprechende Informationen. Da wird immer alles aktuell eingestellt. Wunderbar. Genau. Ist doch eine ganze Menge mehr, als man bei 10% vermutet. Liebe Zuschauer, interessieren Sie sich, interessiert euch für die YL-Aktivitäten? Spannende Angelegenheit. Ja, leider ist die Sendezeit schon wieder um. Die ist wie im Fluge vergangen, die Sendezeit. Es hat sehr viel Spaß gemacht mit euch beiden, die entsprechenden Ausführungen zu dem Thema Frauen im Amateurfunk zu hören. Ich war am Anfang auch etwas uninformiert, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ich denke, es wird mir so gehen, es wird den Zuschauern so gehen, dass wir noch mehr über die Aktivitäten YL jetzt wissen wollen und einfach mehr auf die Seiten draufklicken. Und ich denke, wir werden es auch in unserem eigenen Bekanntenkreisen weitergeben. Mensch, Frauen, macht was, setzt euch mit dem Amateurfunk auseinander, das ist eine tolle Geschichte. Ja, es wäre schön, wenn wir ein bisschen Unterstützung noch bekämen. Es werden ja auch noch in manchen Distrikten Ansprechpartnerinnen gesucht. Mhm. Das muss nicht gleich in immensen Arbeiten ausarten. Aber wir sind immer jede dankbar, die mitmacht, unterstützt. Ja, die so ein bisschen hervor sich tut und, ja, so weiter. Und so ein bisschen, die rote Kappe aufhat. Ja, so ein, genau, bisschen die rote Kappe. So wie früher auf dem 40- und 80-Meter-Band die Runden gewesen, ja, sind. Einer die rote Kappe und, ja, 5, 6 waren dabei. Ja. Einer ging raus, der nächste kam wieder. Und genau so sollte das auch weiter sein.
Also, liebe Zuschauer, interessiert euch für die YL-Aktivitäten im Amateurfunk, gebt es in eurem Bekanntenkreis und bei euren OMs auch weiter und meldet euch bei euren Ortsverbänden als Ansprechpartner. Dort werdet ihr die weiteren Informationen bekommen. Vielen Dank, Christiane Rüting, DL4CR, und vielen Dank, Babs Bärbel, DL7 AFS, Amateurfunksender, genau, als Eselsbrücke. Schön, dass ihr da wart. Nochmals herzlichen Dank. Liebe Zuschauer, vielen Dank für Ihr Interesse an unserer Sendung. Ich hoffe, es hat Ihnen wieder gefallen, unsere Sendung aus der Reihe Faszination Amateurfunk. Wir sehen uns, wenn Sie möchten, bei unserer nächsten Sendung mit dem Thema DX-Funkverkehr. Was ist das? Wie geht das? Demnächst wieder. Das war es soweit. Herzlichen Dank für Ihr Interesse. Auf Wiedersehen, Ihr DO5WE.